Eine Aufgabe, mit der wir immer wieder konfrontiert werden, an der doch aber auch immer wieder so viele Bürger scheitern. Sehen Sie, ich selbst verdanke meine Kenntnisse auf diesem Gebiet einem Seminar Verpacken und Einwickeln im öffentlichen Dienst, an dem ich erfolgreich teilgenommen habe. Ich möchte Ihnen jetzt vielleicht einige Ergebnisse präsentieren. Sehen Sie, mit dem Geschenkpapier fängt das Problem ja schon an, nicht? Was soll man da nehmen? Ich sage immer, Mensch, als kleiner Tipp, nehmen Sie was Hübsches. Setzen Sie schon mit der Verpackung so einen kleinen persönlichen Akzent. Sie sehen, ich selbst habe hier mal so ein ungebleichtes Designer-Papier gewählt. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Dieses Papier hier hat ein malaiischer Waldarbeiter geschnitten. Oh, ich meine, malaiisch, mal fachmännisch. Ist mir so eingefallen, ne? Aber so sind die Waldarbeiter. Ja, das hat er vom Baum geschnitten, langgezogen und wieder aufgerollt. Sehen Sie, das Schöne ist ja, Papier ist ein nachwachsender Rohstoff. Da haben Sie ja nicht lange Freude an so einer Rolle. Ja, wir wollen mal schnell schauen, wo der Klebestreifen ist. Dann will ich Ihnen das mal zeigen. Moment mal. Ja, der ist meist durchsichtig, nicht damit man ihn nicht so schnell findet. Ach, hier haben wir ihn. Da ist er ja. Ah ja. Na. Na. Ach, das ist wieder einer ohne Anfang. Der hat nur zwei Enden. Ach, das löst sie nicht. Das war ganz anders im Seminar. Ach, was ist das denn jetzt? Du hast das schon eingerissen. Ach, das ist ja ärgerlich jetzt. Ist das schon eingerissen? Doch. Ach, da hat man schon mal eine gerade Kante. Ist das schon eingerissen? Das ist ja... Und hier auch noch. Ach, das ist jetzt ja ärgerlich. Doch, das Einzige, was hält, ist der Klebestreifen. Doch. Ach, was ist denn das jetzt für eine doofe Lücke hier? Was ist das nun für eine doofe Lücke? Und was ist das für ein... Für ein Schniepel? Was ist das für ein hässlicher Schniepel? Und der bewegt sich auch noch. Das ist ja eklig. Oh, das hat der Malaie nicht richtig abgetötet. Das kann man doch nicht verschenken so. Das müssen wir mal abreißen. Das ist ja eklig. Moment mal. Das müssen wir mal schnell abreißen. Was ist denn das jetzt für eine Krümmung? Was ist das nur für eine doofe Krümmung? Und auf beiden Seiten? Och, das ist ja ärgerlich. Wie wollen Sie damit nun eine CD einwickeln? Das ist doch so. Ach, das war ganz anders im Seminar. Dann müssen wir das mal begradigen. Och, das wird nicht besser. Wie sieht das jetzt aus? Och, dann muss es jetzt so gehen. Sollte Ihnen das auch zu Hause passieren? Achten Sie jetzt bitte umso mehr darauf, dass diese Kante, gerade wenn sie ungerade ist, diese Kante schön plan auf dem Boden liegt, dass Sie hier eine schöne Ausgangsposition haben. Achten Sie nur auf diese Kante. Nicht, dass Sie hier... Nun bleib du doch mal da drüben, ne? Ach, was soll denn das? Nun bleib doch mal da drüben. Hier gibt es nichts zu gucken, bleib mal da drüben. Ach, was ist doch ärgerlich. Nun bleib doch mal. Ach, was ist das denn? Ach, doch nicht von beiden Seiten jetzt. Och, Mann. Das war ganz anders im Seminar. Nun bleib doch mal da drüben. Haben Sie gesehen? Zack, mit dem Fuß dazwischen. Sie müssen die Rolle überraschen. Sonst weicht sie noch aus. Ich will Ihnen das gerne noch einmal zeigen. Hier ausrollen und zack, mit dem Fuß dazwischen. Jetzt können Sie den rechten Fuß umsetzen. So haben Sie eine bequeme Stützposition. Kreuzschritt. Jetzt können Sie die rechte Hand vom Boden lösen, Gewicht verlagern, abfangen und eindrehen. Hier eindrehen und Sie haben eine schöne Ausgangsposition. Ich will Ihnen das gerne noch einmal im Zusammenhang zeigen. Hier ausrollen. Zack, mit dem Fuß dazwischen. Umsetzen. Kreuzschritt. Gewicht verlagern, eindrehen und abfangen. Und Sie können es aus.